Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Heute ist der 17. Februar. Ich habe jetzt ein paar Tage lang kein Video gemacht, weil nicht wirklich was Nennenswertes passiert ist. Nichtsdestotrotz wollte ich euch jetzt einfach mal wieder den Stand zeigen. Und zwar, wenn ihr oben die grüne Linie anschaut, da seht ihr den grünen Hubbel, der so ungefähr über der 20 vom 13.02.2021 ist. So, und oben an der Spitze dieses Hubbels hatte ich am Freitag ungefähr das letzte Video gemacht. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass die Kurve, so wie ihr es sehen könnt, etwas leicht nach unten gegangen ist. Dann gab es wieder ein bisschen nach oben, wieder nach unten und weiter nach oben. So, und was war denn an den Kryptobörsen in der Zeit los? Was ich beobachtet habe, weil ich jetzt nicht großen Trader bin, aber ich beobachte gerade an einer Börse, an einer Kryptobörse, den Kurs vom Tron, weil ich noch ein paar Trons kaufen will und immer darauf warte, dass es ein bisschen runtergeht, was es diese Tage ja auch getan hat. Aber in der Ansicht quasi, wenn ich mich da einlogge, sehe ich immer natürlich auch die anderen Kurse, so wie man das sieht, wenn man auf Kryptobörsen geht. So, und seit einigen Tagen sind bei vielen der Kryptowährungen sind die Kurse im Vergleich zum US-Dollar etwas runtergegangen und im Vergleich zum Bitcoin sowieso. Und ich habe so für mich gedacht, wenn da es einen passenden Algorithmus bei der KI gibt, wäre das wahrscheinlich für sie der günstige Zeitpunkt, um wieder in Sachen hineinzugehen. So, ich habe keine Ahnung, ob es das ist, was passiert ist oder ob wir Trades mit Verlust gehabt haben. Aber wenn ich mir jetzt angucke, dass genau jetzt, wo heute die meisten Kurse wieder nach oben gehen, auch bei uns die Gewinne wieder nach oben gehen und wir wieder über 20% in meinem Konto sind, dann glaube ich, hat die KI sowas in der Richtung gemacht. Und der Bitcoin ist ja auch noch weiter hochgegangen. Da haben wir ja auch Gelder in zwei Trades. Bei einem sind sie eingestiegen bei 33.000, beim anderen bei 36.000, glaube ich. Und ja, heute waren wir Höchstwert über 52.000. Also das sieht schon ganz gut aus. Der Ethereum steigt auch weiter und da sind sie, glaube ich, rein bei 1.300 irgendwas. Und der ist heute knapp unter 1.900 gewesen zwischendrin. Also da können wir uns noch auf Ergebnisse freuen. So, wir schauen aber jetzt auch noch mal in das Konto der Stufe 1 mit 50 Dollar im Trading rein, dass ihr auch das noch mal seht. So, und hier seht ihr, wenn ich ein bisschen aufzoome, da oben genau die gleiche Kurve wie bei mir. Ja, also überhaupt kein Unterschied. Hier sind es wieder 12,25 Dollar, 24,5%. Und wir sind beinahe wieder bei dem Hoch, das wir am Freitag hatten. Ich gehe davon aus, sobald der Bitcoin einen größeren Dutch nach unten macht, dass die KI frühzeitig aussteigt. Die hat ja irgendwie 1000 Parameter, also 1000 ist meine Zahl, es können 2000, es können nur 50 sein, keine Ahnung. Sie hat viele Parameter, mit der sie solche Sachen vorher kalkulieren kann, natürlich nie ohne hundertprozentige Sicherheit. Und ich denke, da werden wir nochmal richtig, richtig profitieren können. Selbst wenn zum Beispiel jetzt der Bitcoin, sagen wir mal heute Nacht, keine Vorhersage, einfach nur als Beispiel, wenn der Bitcoin heute Nacht von 52.000 auf 45 runtergeht und die KI sagt, so jetzt gehe ich aber raus und sie schafft es vielleicht so bei 48, 47 rauszugehen, dann haben wir immer noch den Gewinn von 33.000 auf 47 oder von 36.000 auf 47. Und das meine ich. Also die KI hat bestimmte Parameter, die ihr dann anzeigen. Das ist jetzt nicht nur so eine kleine Schwankung, wie sie beim Bitcoin ja oft sehr normal ist, sondern da ist jetzt was Größeres am Werk und vielleicht sollte ich rausgehen. Und das macht sie dann auch. Natürlich haben wir dann oft nicht die Spitze, die 52.000, die wir heute hatten, sondern vielleicht dann etwas weniger. Aber sie geht dann so schnell raus, dass wir immer noch einen richtig schönen Gewinn mitnehmen können. Ja, so viel dazu. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr bei Daisy dabei sein wollt, man kann sich noch nicht wieder einschreiben, aber ihr könnt zu uns in die Gruppe kommen, sei es in die Facebook-Gruppe, sei es in die Telegram-Gruppe. Und dort halte ich euch dann immer wieder mit den neuesten Informationen auf den Stand. Und für alle zur Information, am 23., die Uhrzeit muss ich nochmal nachschauen, die wird in der Gruppe auf jeden Fall, in Telegram und in Facebook veröffentlicht, wird es ein Webinar mit der Dr. Anna geben, mit der Dr. Anna Becker, in dem sie bestimmte Sachen erklärt zum Trading und zu Endotech und so weiter. Und das wird auf Deutsch übersetzt. Also alle, die
die Meetings, so die da so auf Englisch sind, nicht so gut verstehen können. Das ist die Gelegenheit. Es wird sicherlich auch eine Aufzeichnung geben, die ich dann auch hier im YouTube-Kanal dann publizieren werde. Also, wie gesagt, wenn es euch interessiert, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wenn es wieder startet, meldet euch bei mir, kommt in unsere Gruppen und dann werdet einfach ein Teil eines großen internationalen Teams. Also, bis dann. Tschüss.